Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Wir nehmen euch heute mal wieder ein bisschen mit. Felix macht ja gerade die Folie an das Kinderzimmer wieder, weil wir hier am Dreck machen sind, sage ich mal. Wir sind nämlich hier gerade im Flur und ich habe hier gestern grundiert, wie ihr seht. Hier seht ihr, glaube ich, einen Unterschied. Und es ist weiß. Was willst du? Gib mir mal bitte Krepp. Und Leute, hier steht schon das Babybett. Oh. Und eine Garderobe steht da auch schon. Und ein anderes Babybett. Und Felix klebt es wieder fest, weil irgendwie ist in der Nacht runtergefallen. Ich war es nicht. Ja, aber ich habe hier gestern grundiert, wie ihr seht. Alles weiß. Also so halt grundiert weiß, ne? Und jetzt müssen wir hier noch zu Ende machen. Wie ihr seht. Und dann müssen wir noch, wollten wir dann nachher noch die Küche machen. Und unten haben wir auch schon ein bisschen gespachtelt. Kann ich euch mal zeigen, wenn wir hier so runtergehen. Tada, seht ihr hier? Bett hast du noch nicht gezeigt. Ja, hier haben wir im Flur schon so ein bisschen gespachtelt. Wenn die Treppe runtergeht. Und fehlt jetzt hier auch nochmal. Nee, so gar nicht. Da unten hat er es versucht zu schließen. Aber hier haben wir noch ein bisschen gespachtelt und heute ist, wie gesagt, hier die Küche dran. Das seht ihr gerade gar nicht, weil es einfach viel zu dunkel ist. Ja, aber hier müssen wir noch zu Ende spachteln. Da haben wir noch gar nicht. Und das Schlafzimmer wollte ich euch jetzt noch zeigen, kurz. Weil da steht ja das Bett. Mach doch mal auf, ich hab Angst. Nicht, dass ich nachher schuld bin, dass hier irgendwas kaputt geht. Wir haben nämlich hier auch so eine Tür. Die Tür bleibt, ne Schatz? Die behalten wir so. Die bleibt so. Brauchen wir keine andere einbauen. Können wir so benutzen. So, dann gehen wir hier rein. Das ist gerade schön, dass ich direkt durchgedacht habe. Ich bleib hier ganz vorne. Tada. Oh, jetzt. Ist jetzt fokussiert. So, also. So sieht das jetzt hier aus. Ja. So sieht es aus. Das Bett ist noch halb eingepackt, ist zusammengebaut. Aber ist halt noch so eingepackt, weil wir halt noch ein bisschen rumstauben. Aber wir wollten das halt schon mal aufgebaut haben. Fußleisten kommen auch noch ran, keine Sorge. Mir wurde schon ganz oft geschrieben, dass wir angeblich ja keine Fußleisten machen. Aber die kommen noch, die machen wir nur selber. Weil es für diesen Boden keine passenden gibt. Also wir haben keine passenden gefunden. Und deswegen machen wir selber welche mit den Fräsen und wir schön was rein. Und deswegen haben wir noch keine. Aber so sieht das jetzt hier aus. Richtig schön finde ich das. Hier kommt auch noch ein Fenster rein. Weil mir so viele schreiben, warum wir denn hier kein Fenster haben. Wir haben ein Loch. Und da kommt ein Fenster rein. Aber das müssen wir eben von außen machen. Und weil wir hier ungefähr 10 Meter bestimmt über der Erde sind, brauchen wir erstmal ein Gerüst, um da ranzukommen. Und deswegen haben wir schon mal alles vorbereitet. Da muss nur von außen das Fenster noch rein. Genau. Und auch Heizung kommt hier rein. Heizung wurde ja auch schon spekuliert, dass wir gar keine Heizung haben. Und so haben wir da ein Loch. Hier, seht ihr das? Da ist die Regelsplatte sozusagen nur reingesteckt. Und die kann man einfach so rausholen. Und dann kommt hier die Heizung ran. Weil dahinter kommen die Wasserleitungen. Und die brauchen wir nur einmal hier so runter. Und dann gehen sie in die Richtung. Und dann können wir die einfach anschließen. Also schon alles vorgesorgt. Hier kommt dann die Heizung. So, jetzt habe ich glaube ich nicht alles geklärt. Achso, eine Lampe haben wir übrigens auch schon gekauft. Die kann ich euch nachher mal zeigen. Die hängt aber noch nicht, wie ihr seht. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder raus. Und werden jetzt weiter grundieren. Ich muss hier noch, wie ihr seht, weitermachen. Felix schleift hier die Balken. Und dann wird hier weiß gemalt. Ja, und dann haben wir alles soweit fertig. So, ich habe fertig. Felix schraubt unten. Sieht aus hier, ey.
Genau, also hier. Schatz, hier müssen noch Kabel rein, oder? Was? Hier müssen noch Kabel rein? Ein bisschen noch, ja. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Und hier müssen noch die Wasserrohre rein. Dann kann das aber auch schon zu hier. Ja. Und dann wird hier auch schon gespachtelt. Ja, und Decke muss ich dann noch zumachen, aber da müssen auch noch Kabel rein. Und Schrauben musst du ja auch noch. Ja, da wollte ich jetzt als nächstes ran, einmal Akkus der vom Akkuschrauber. Achso. Ja, aber hier haben wir auch schon ein bisschen gespachtelt. Achso, das hast du zugemacht. Sehr schön. Ich dachte, das. So, hier haben wir noch Schaum für die Türen. Und hier haben wir noch die Farbe für die Küche. Kann ich euch mal zeigen. Die haben wir uns anmischen lassen. Das ist so ein Grün. Geht so ins Olivgrün, Matschgrün. Das finden wir passt ganz gut zur Küche, also zur Küchenfarbe. So sieht es, glaube ich, ganz gut. Genau, das haben wir uns anmischen lassen für Küche eben. Haben wir hier, glaube ich, 1 Liter. Ja, reicht, weil wir wollen nur so einen kleinen Streifen haben, dass einfach ein bisschen Farbe drin ist. Deswegen haben wir das anmischen lassen. Und ja, jetzt hat Felix hier, wie gesagt, die beiden Sachen zugemacht. Hier muss es noch zu und dann muss es hier eben noch zu. Und dann können wir hier auch alles komplett fertig spachteln. So, meine Lieben, wir haben die Küche aufgeräumt, wie ihr seht. Wir haben hier ein bisschen Platz geschaffen. Tada! Damit wir hier ordentlich schrauben können. Das haben wir jetzt auch gemacht. Also wir haben hier alles einmal verschraubt, beziehungsweise Felix hat einmal geschraubt. So. Und hier hat er auch geschraubt. Ups. Und jetzt können wir hier schon überall spachteln. Die Decke muss noch. Mit Reh gibt es aber, da muss ja noch hier noch ein bisschen Schalung und noch Kabel und so rein. Genau, das haben wir schon gemacht. Jetzt muss Felix gleich noch hier. Jetzt müssen wir hier noch schneiden. Hier immer die Kanten schneiden. Und dann haben wir sonst nichts mehr gemacht. Ich habe oben noch ein bisschen aufgeräumt. Aber wir haben jetzt erstmal hier die Küche aufgeräumt, damit wir hier genug Platz haben zum Arbeiten. Gerade dabei in der Küche Strom und auch Wasser und Abwasser zu verlegen, damit ich heute noch die Wand zu machen kann und dann im Prinzip die Tage jetzt der Rest der Küche gemacht werden kann. Und das wollte ich euch einmal zeigen. So, das ist einmal im Prinzip die Küche. Jetzt stand heute. Hier haben wir jetzt im Prinzip einmal Abwasser, also KG-Rohre und zweimal Zuwasser, halt einmal warm, einmal kalt. Die Rohre laufen hier runter im Prinzip in den Stall nach unten. Das sind jeweils 2 Alu-Verbundrohre, die wir da drin haben. Und dann mache ich heute die Wand im jeden Fall nochmal zu. Das hat Ralf gerade eben mit mir gemacht. Und hier oben seht ihr schon, kommen jetzt Kabel rein. Sprich, wir kriegen hier in die Decke immer so im gewissen Abstand, weil wir hier unten ja die Küchenzeile haben sozusagen, dass oben darüber immer so kleine Spots sind, die dann sozusagen die Arbeitsplatte beleuchten. Das gleiche kommt hier auch hin. Und hier in die Mitte bei dieser Schalung
kommt im Prinzip ein Deckenstrahler in die Mitte und hier vorne kommt einer für den Tisch, dass wir so einen kleinen Esstisch haben, wenn wir jetzt nur zu dritt sind. Genau, und das haben wir jetzt eigentlich gerade gemacht und ihr seht uns dann, wenn es weitergeht. Hallo, meine Lieben, wir sind hier auf der Baustelle. Felix ist auch da, wir sind hier gerade in der Küche. Heute ich habe das hier. Genau, heute ist Vatertag. Hast du schon gezeigt, dass ich das gespachtelt habe? Ich weiß nicht, was du gezeigt hast letztes Mal. Ich habe auf jeden Fall hier gespachtelt in der Küche. Achso, die Dosen sind aber neu. Also wir haben jetzt hier überall die Steckdosen drin, genau. Hier ist ja, wofür ist die? Für den Kühlschrank? Warte, nee, die ist für den Kühlschrank. Genau, das ist die für den Backofen. Ja, für den Backofen. Das ist eine ganz normale Doppelsteckdose, die nachher über dem... Ja, der Schrank geht ja nur bis hier so ungefähr. Der Schrank zu sehen ist. Genau. Stimmt, da sieht man das. Sprich, das ist die Steckdose da oben. Das ist die Steckdose für den Backofen. Achso, ich dachte, der Kühlschrank ist rechts, aber nee, der Backofen ist rechts. Rechts ist der Backofen. Dann ist die ganz unten für den Kühlschrank. Weil der Kühlschrank ja... Ne? Mhm. Dann haben wir hier wieder die Doppelsteckdose. Das ist sozusagen die erste Steckdose, die dann auf Arbeitshöhe ist. Für den, so neben dem Herd, ne? Genau. Die oben ist für die Dunstabzugshaube. Mhm. Warum Ralf sie jetzt trotzdem noch da innen gebaut hat, weiß ich gerade nicht, weil eigentlich sollte es eine Außerputzsteckdose sein. Hm. Naja. Hier unten ist die für den Induktionsherd. Mhm. Und hier im Prinzip sind wir dann soweit fertig. Und da sind die Wasserrohre, die haben wir auch noch nicht gezeigt. Die habe ich schon gezeigt. Ja, hast du schon gezeigt? Aber da war noch kein Regips. Okay, jetzt ist Regips vor. Genau, hier hat Felix nämlich auch Regips noch gemacht. Die eine Wand jetzt zu Ende, hier ist das Fenster. Und da macht er gerade. Tada. Genau, und ich mache jetzt Acryl, deswegen stehen hier die Acryl. Guck mal an, was hier an Kabel. Ja, richtig viel Kabel. Auch so eine Sache, die man kostenmäßig unterschätzt hat. Kabel auf jeden Fall. Und auch Schrauben und so, sag ich immer. Das sind einfach Sachen, die man nicht berechnet hat. Ja. Was aber auch ziemlich viel Geld frisst. So ein Kabel, ne? Na, so eine Rolle kostet auch mal, was kostet eine Rolle? 50 Euro fast, ne? Je nachdem, was für eine Stärke das ist, ja. Ja, also es geht auch ganz schönes Geld. Genau, aber sonst haben wir hier die Deckenleuchte, ne? Und hier ist noch eine Leuchte, weil wir hier noch so einen kleinen Mini-Esstisch haben wollen, deswegen da auch eine Steckdose. Ja, da kommt noch eine Das ist keine Steckdose, ja, das ist der Schalter, der Schalter, und darunter kommt noch eine Steckdose. So. Genau, ja. Und der Schalter, wofür ist der? Der ist für außen, für Flurlicht. Also wenn man aus dem Wohnzimmer kommt, dann dass man da dann... Yes, okay. Dass du den Flurlicht anmachen kannst. Und hier unten links ist ja der Kühlschrank, der zweite. Mhm, stimmt. Ja, also wenn man aus dem Wohnzimmer kommt, dass man dann hier Licht anmachen kann. Ja. Hier habe ich übrigens auch noch gespachtelt. Das ist alles da oben auch so gar nicht geschnitten, ne? Oh, ja, gut, das ist ja. Hier müssen wir auch noch spachteln, aber dann müssen wir hier hinten noch was zumachen. Ja. Und da fehlt noch was. Und da auch. Ja, klar, das kommt weg. Ach so. So groß wird die Tür sozusagen, wie hier gibt's es. Okay. Nur da muss ein Stück rein, weil ich wollte es aber nicht reinsetzen, weil wenn wir nachflicken müssen, weil die Tür kleiner werden hätte müssen. Das war ja jetzt nur schätzwert, was ich da gemacht habe, aber es war ja relativ gut geschätzt. Könnte ich auch. So, mein Lieber. Wir, beenden jetzt diesen Baulock hier und fangen jetzt direkt einen neuen an, weil sonst ist dieser hier zu lang, denke ich mal, also so vom Schätzen, würde ich das mal sagen. Und ich hoffe, euch hat der Baulock gefallen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und dann zum nächsten Mal. Tschüssi!